Wieder, als man es sich nicht vorstellen kann. Parano, die Lieberslager, das sind die Bäume sehr. Die Banner war tot. Und der Harry, die Speier gewesen. So wäre auch er jetzt tot. Wir ziehen weiter. Jetzt war klar, warum Winnetou und Old Firehand den weißen Häuptling Parano tödlich gehasst hatten. Die Gruppe reitet bis Sonnenaufgang weiter und erreicht am Nachmittag das Versteck der Jäger und Fallensteller um Old Firehand. Wer ist das los? Kapfer! Und? Verschwiegen! Aber Sam, seid ihr blind? Dass ihr mir das Losungswort abverlangt? Nein! War nicht so gemein! Wollt euch nur beweisen, dass ich meine Pflicht sehr ernst nehme! Willkommen zu Hause! Ich bin ganz nervig, entzückend, mein altes Krieger wiederzusehen! Und Winnetou, der große Häuptling der Apachen! Es freut mich herzlich und aufrichtig, euch wiederzusehen! Aber warum hat euer Feierabend mir nicht erzählt, dass ich meinen guten alten Sam hier wiedersehe? Ich wollte euch überraschen, Freund! Das ist euch gelungen! Hallo, Sir. Harry? Ist möglich? Wenn es nicht möglich wäre, Sir, würdet ihr mich hier nicht treffen. Doch verzeiht, ich habe euch in Yubinango beleidigt. Beleidigt? Pah, ihr irrt. Doch, verzeiht mein Irrtum, Mr. Shatterhand. Ich erfuhr erst vorhin, wer ihr seid, und da kam es mir zu Bewusstsein, dass ich euch Unrecht tat. Ihr seid kein Feigling. Reden wir nicht mehr davon. Hier in meiner Hand. Wir wollen von nun an Freunde sein. Ich danke euch, Sir. Wollt ihr mich begleiten, um die Fallen für die Biber aufzustellen? Ja, gehen wir. Wollt auch ihr uns begleiten, Sir Hawkins? Ja, sicher werde ich euch begleiten. Einen alten, erfahrenen Fallensteller wie den Sam Hawkins könnt ihr bestimmt gebrauchen, wenn ich mich nicht irre. Sind die Halunken an die Fallen gegangen, die wir jetzt raufstellen? Na, was wird euch schon zeigen, wie die Fallen gleich gehen? Nicht schießen, Sam. Es sind Ponkas. Ganz bestimmt nicht die Einzigen. Ihr habt recht, aber gerne lasst sie nicht laufen. Würde lieber sehen, wie sie ihre eigenen Fälle hergeben würden. Zu den gestohlenen Eisen und Fällen. Ach, mich juckt's in den Fingern. Die beiden Skulls sind mir lieber wie der beste Biberschwanz. Ihr wisst, wie ich über Skalpieren denke, Sam. Ja, aber ich habe viel Böses mit den Rupten erlebt, dass ich keine Schonung kennen dürfte. Da, seht her! Und jetzt? Was sagt ihr jetzt? Ich habe meine Haarpracht von Kindesbeinen an mit Recht getragen, bis so ein Dutzend Halunken über mich herfielen mit meinen schönen Haaren an. Aber was soll's? Zuweilen ist die neue Haarpracht sehr zweckdienlich. Besonders im Sommer, dann kann ich sie abnehmen, wenn ich mich nicht irre. Wir müssen jetzt handeln, Sam. Sonst sind die Ponkas da, ehe wir uns versehen. Ihr geht mit Harry zurück ins Lager, um ein Feuerhand zu warnen. Ich werde die Indianer weiter beobachten. Ja, das werde ich. Goodbye, Sir. Und bring euch nicht um Kopf und Kragen. Die Ponkas sind die reißende Wölfe. Harry, adios. Ich habe die Ponkas belauscht, die lagern nicht weit von uns. Aber das Verrückteste ist, mitten unter ihnen sah ich Parano im weißen Häuptling. Obwohl Winnetou ihm mit dem Messer das Leben nahm. Wenn das weiß, was er sagt, kann ich meinen Schwur doch noch erfüllen.
und inzwischen meine beiden Fäuste bekommen. Die Haare allein irritieren mich. Ach, die Haare sind unwichtig. Nehmt aus dem Hawkins als Beispiel. Ihr werdet ihn nicht richtig getroffen haben. Seine Freunde haben ihn gefunden, gesund gepflegt. Er ist euch gefolgt und hat euch beobachtet. Winnetou wird den weißen Häuptling der Ponkas töten. Nein! Der Häuptling wird ihn mir überlassen. Winnetou hat ihm seine weißen Freundchen einmal geschenkt. Diesmal wird er mir... Halt! Was war das? Dort im Gebüsch! Der Weiße und persönlich! Mein Bruder Charlie hat ihn niedergeschlagen. Der große Geist hat ihm die Kraft eines Büffels gegeben. So, ihr habt einen großen Sieg errungen. Und dieser Weiße Hund hat den Tod tausendfach verdient. Doch er soll nicht hier sterben, sondern an dem Ort, wo er die Banner ermordet hat. Der Ort, der den Schwur gehört hat, soll auch der Ort sein, der die Erfüllung sieht. Wie denkt mein Bruder Winnetou darüber? Winnetou fürchtet die Pfeile der Ponkas nicht, die die Vollstreckung des Urteils da draußen stören werden. Er schenkt den Leib des Feindes seinem alten Bruder. Das ist doch Wahnsinn. Warum wollt ihr euch nochmals in Gefahr begeben? Bleibt doch hier. Nein, wir werden gehen. Und ihr bleibt hier und beschützt unser Versteck. Wo ist die Kröte von Athabasca? Hier steht Winnetou, Häuptling der Apachen, um den Tod seines weißen Bruders und den Tod des Mannes zu rächen. Die Schlange von Athabasca wird nicht mehr ziehen. Die werden nicht mehr zurückkommen. Der weiße Häuptling ist tot. Meine Brüder mögen mir jetzt folgen und euren Feierhände die Festung zurückbringen. Uff, er ist nicht tot, er lebt. Drei Wochen sind vergangen. Es war gelungen, den schwer verletzten Old Firehand zu retten. Aber seine Genesung schritt sehr langsam voran. Es war nicht abzusehen, wann er wieder völlig gesund sein würde. Inzwischen durfte der Vorrat an Fellen nicht liegen bleiben, sondern musste verkauft werden. Also machten sich Winnetou und Old Shatterhand auf den Weg zum Cedar Creek, wo sich ein Peddler, ein Händler namens Braddon aufhalten sollte. Seid ihr Braddon, der Peddler? Nein. Ich bin sein Gehilfe. Mein Name ist Rawlins. Aber ich kann auch mit euch kommen und die Felder einsehen.
Sind da Spuren von einem Menschen oder von einem Tier? Das ist doch keine Frage. Weiß mein Bruder Charlie, was mit der Fährte ist? Ja. Drei Fleischgesichter, ohne Pferde. Gewehre haben sie nicht. Da sie ausgeruht haben, müssen wir sonst noch Spuren ihrer Waffen finden. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Sollten wir ihnen zu Hilfe kommen? Ich habe kein Vertrauen. Sie haben sich große Mühe gegeben, ihre Fährte auszulöschen. Warum haben sie die Spuren am Lagerplatz nicht ebenso beseitigt? Vielleicht hatten sie keine Zeit dazu. Es kann sein, wie mein Bruder sagt. Reiten wir ihnen nach. Jens, warum seid ihr zu Fuß unterwegs und ihr seid verwundet? Wir sind am Shadow Creek von Indianern überfallen worden. Sie haben uns unsere Pferde und Waffen gestohlen. Wir wollen zum nächsten Fort, um uns wieder mit Pferden und Waffen zu versorgen. Die Fleischgesichter haben Glück. Wir reiten in dieselbe Richtung. Ihr könnt euch uns anschließen. Ja, wir gehen mit euch. Winnetou spürt, dass sein Bruder Charlie den Männern misstraut. Auch mir ist einiges aufgefallen. Was, mein Bruder? Die Verwundungen der Männer sind nicht echt. Wir kamen an zwei Wassern vorüber, ohne dass sie Halt machten, um ihre Wunden zu kühlen. Wenn die Wunden aber eine Lüge sind, so sind sie auch nicht von Indianern überfallen worden. Und ich glaube, Rollins kennt diese Männer. Winnetou glaubt, sie wollen mit uns kommen, um die Fälle anzusehen und dann ohne Bezahlung abzunehmen. Also Raub. Oder gar Mord. Ja. Ja, es ist anzunehmen, dass jemand den Pferden in ihrer Nähe auffällt. Wir sollten sie also scharf beobachten. Winnetou und Old Shatterhand zogen mit den vermeintlich Verletzten durch die Prärie. Den beiden erfahrenen Männern des Westens entging nichts. Sie wussten genau, bei diesen Banditen war Vorsicht geboten. Nur einen hatten sie nicht auf ihrer Rechnung. Den Mörder Santa, den sie schon so lange suchten. Für Winnetou und Old Shatterhand ist also äußerste Vorsicht geboten. Diesen Hund von Old Shatterhand, den berühmten Westmann. Los, rede, erkennst du mich wieder? Euch vergisst man nicht, Santa. Wir haben uns sogar noch vergebens nach euch gesehen. Und jetzt haben wir euch, endlich. Das ist eine verdammte Frechheit von euch. Ihr haltet euch wohl für sehr schlau. Aber wie dumm seid ihr in Wirklichkeit? Wie war damals dieser rote Hund von Winnetou hinter mir her? Und? Hat er mich erwischt? Nein! Ich habe ihn überlistet und schlug ihn mit einem Kolbenhieb nieder. Doch nun rede, wo ist dieses verdammte Versteck? Was für ein Versteck? Mit den Fellen und Häuten. Ihr wolltet doch den Peddler aufsuchen. Doch ihr traf nur seinen Gehilfen. Wir sind euch gefolgt, um auch ihn zu fangen.
Leider ist der uns entwischt. Aber dafür haben wir euch. Und nun rede, sonst werde ich deine elende Zunge mit dem Messer lesen. Ihr glaubt doch nicht ernst, dass ich euch auch verrate. Ha, so macht ein wenig zu tun. Das wird euch nicht nützen. Denn wenn wir nicht zur rechten Zeit zur Festung zurückkehren, schöpft euer Feier in Verdacht und räumt das Versteck aus. So haben wir es mit ihm verabredet. Ich werde euch schon zum Sprechen zwingen. Wollen doch mal sehen, ob eure Glieder so gefühllos sind. Eben Petters, binde den Krumm! Mein Bruder mag auf alles eingehen, was Winnetou jetzt zum Schein mit Ihnen besprechen wird. Wir müssen Senta glauben machen, dass sich ein Goldversteck in der Nähe befindet. Dann wird seine Habgier über seinen Rachedurst siegen und er wird die Torheit beginnen, uns freizulassen. Mein Bruder denkt also auch, dass Senta uns belauschen will. Horch, es raschelt im Gebüsch, er kommt. Old Shatterhand irrt, wenn er glaubt, dass Senta es nur auf die Felle abgesehen hat.